Leute, was geht ab, ruhig und willkommen hier zu einem kurzen FIFA 18 Mobile Info Video. Leute, es gab ja schon die Folge um 20 Uhr. Ich habe mir gedacht, aus aktuellem Anlass gibt es heute nochmal ein ganz kurzes, knackiges FIFA 18 Mobile Info Video, Leute. EA hat auf Twitter gepostet. EA, die offizielle FIFA Mobile Seite, hat geschrieben: Diese Woche gibt es ein Update. Alle Wintertransfers kommen. Squad Builder Challenges. Also die SBCs, Leute. Dann auch noch ein großes Update zu der Online-Liga. Also die YouTube Packs Army oder die YouTube Packs Trader Liga, die es ja aktuell gibt. Also meine Liga, wo 32 Mitglieder reinkommen. Vielleicht können danach auch mehr rein. Wer weiß, nach dem Upgrade werden wir auf jeden Fall schlauer sein, Leute. Auf jeden Fall, SBCs, Leute. Heftig, Mann. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass SBCs in FIFA Mobile kommen. Richtig, nice. Also jetzt muss nur noch Foot Draft kommen und dann, Leute, dann geht's noch mehr ab, Leute. SBCs, da kann man auf jeden Fall ordentlich, ich denke mal, da kann man eine schöne Serie draus machen. Ich werde die ganzen SBCs zocken, vielleicht auch SBCs kann man auch ganz schön nicht immer schön im Livestream machen, Leute. SBCs, richtige Ehrenmann-Aktion von EA, dass sie das in FIFA 18 Mauer einführen. Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, Leute, zu SBCs. Ich blende euch mal im Hintergrund so ein paar Bilder ein, die Bilder, die halt EA auf in Twitter gepostet hat. Würde ich mich halt, ja, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich finde es richtig nice, SBCs. Bin gespannt, was man da so alles als Belohnung bekommt, ne? Wenn jetzt EA da irgendwelche Kackbelohnungen raushaut, werde ich die SBCs wohl nicht machen, aber kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht haut EA da FIFA Points raus, irgendwie ein 80er Elite Team weghauen. Also, bei SBCs, falls hier jemand zuguckt, der nicht weiß, was SBCs sind, SBCs sind, ist quasi wie, ihr müsst ein Team aufbauen. EA sagt, bitte baut 5 Bayern-Spieler ein, 5 Dortmund-Spieler ein und einer von der Hertha. Beispielsweise, so wird es nicht sein, aber halt nur so ein Beispiel. Ne? 5 Bayern-Spieler, 5 Dortmund-Spieler, ein Hertha-Spieler und ihr müsst mindestens auf eine, 80er-Bewertung kommen. So, dann macht ihr die alle ganzen Spieler da rein, im Kasten Jahrstein, Boateng, Alaba in der Verteidigung beispielsweise, oder ihr müsst natürlich, oder ihr versucht natürlich die billigsten Spieler zu nehmen, sodass ihr am wenigsten Coins verliert, weil, haltet euch fest, ihr müsst die Spieler danach nämlich abstoßen. Ihr müsst die Spieler einsetzen, um den Preis abzuholen. Und das ist halt die Sache. Welche Preise werden kommen? Welche Preise werden kommen? Das ist die Frage. Was für ein Liga-Upgrade wird kommen? Ich kann mir halt echt nur vorstellen, dass, ja, was soll denn da so Großartiges kommen? Ich bin echt gehypt, Leute, muss ich ehrlich sagen, ne? Zum richtigen Zeitpunkt von EA. Vielen Dank, EA, an dieser Stelle. Und ja, was gibt's noch? Wintertransfers, aber Wintertransfers gab's ja schon ein paar, ne? Ich glaube, Aubameyang gab's ja schon nämlich bei Arsenal. Mal gucken, aber alle Wintertransfers sind natürlich auch nice, dass EA da so ein Update raushaut, Leute. Das war's auf jeden Fall vom heutigen kurzen, knackigen FIFA 18 Mauber Info-Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, lasst ein Abo da. Ich hoffe, ich konnte ein paar aufklären, oder vielleicht wussten es noch einige nicht, dass SBCs kommen, Leute. Höchstwahrscheinlich diese Nacht, Leute, höchstwahrscheinlich diese Nacht. Also wenn ihr morgen früh aufwacht, gibt es vielleicht SBCs schon. Oder vielleicht kommen die auch erst am Wochenende. Wer weiß, Leute, das war es auf jeden Fall von mir. Wir werden es erfahren in den nächsten Tagen. Vielleicht sogar heute schon, heute Nacht, morgen, übermorgen, übermorgen, Freitag, Samstag, Sonntag, keine Ahnung, Leute. Das war es auf jeden Fall von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.